Ja, ganz herzlich willkommen zu Achtsamkeit mit Jingme Daozang. Auf dem Kanal stelle ich verschiedene Lehrer und Meister aus verschiedenen Traditionen vor, die mit Achtsamkeit zu tun haben. Mein heutiger Interviewgast ist Marcel Geiser-Roschi. Er ist Zen-Meister aus der Linji. Hoffentlich spreche ich das richtig aus. Rinzai Zen-Tradition. 1986 hat er das Meditationszentrum Haus Tau in Wolfhalde, Appenzell-Ausserrhoden gegründet und ist seit 1990 vollamtlicher Dharma-Lehrer dort. Herzlich willkommen, Herr Geiser-Roschi. Danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ja, danke für die Einladung. Vielen Dank. Danke Ihnen auch. Und wie schon im Vorgespräch erwähnt, möchte ich heute gerne mehr über die Zen-Meditation erfahren. Ja, könnten Sie mir zuerst etwas über sich und über Ihr Zentrum erzählen? Ja. Ich bin seit 1968 auf den Buddhismus gekommen, im zarten Alter von 16 Jahren. Und das erwähne ich deshalb, weil ich natürlich jetzt nicht, wie sie in eine buddhistische Familie hineingeboren worden bin, sondern das war alles ganz fremd gewesen, damals. Und es hat sicher irgendwelche karmische Gründe dazu geführt, dass ich zum Buddhismus gekommen bin. Weil ich da keine passende Lehre gefunden habe, bin ich dann 72 auf Indien, habe Tibeter, bin Vipassana-Lehrer gelernt, bin später auf Hongkong für Chan und noch später auf Korea und dann auf Japan. Mhm. Und das hat ein bisschen einen Mix gegeben. Und den Mix habe ich alle Jahre weitergeführt und der ist hauptsächlich darin bestanden, dass ich gute Lehrer hatte im Vipassana, auch in Indien schon und dann in Amerika und habe das Vipassana eigentlich vom Praktischen her außerordentlich gut befunden. Vom Herz her habe ich aber eine karmische Beziehung immer gehabt, zu dem chinesischen Chan und zum Zen. Und so hat es eben eine Vereinigung gebraucht. Und die habe ich dann später, ganz eigentlich am Schluss, also für ein Schlusszeichen, Schluss von dieser Laufbahn, habe ich dann 1990 mit dem vietnamesischen Lehrer Thich Nhat Hanh habe ich das gefunden. Und dort hat er mir schon gesagt, oder dass in Vietnam das Mahayana und Zen mit dem Theravada und Vipassana sich verschmolzen hat, ungefähr im 2. Jahrhundert. Und das ist natürlich für mich eine große, wunderbare Botschaft gewesen. Und das hat jetzt auch ausgemacht, was wir seit all diesen vielen Jahren, sind ja über 3 Jahrzehnte, im Haus Tau lehren. Wir tun von der Meditationspraxis her tun wir als Grundlage viel Vipassana lehren. Und daher sind wir eigentlich mit dem Obertitel von unserem Interview sind wir sehr nahe. Oder wir lehren natürlich Achtsamkeit. Mhm. Müsst ihr auch ein bisschen genauer sagen, wie denn. Aber das Ganze auch aus einem Zen-Geist raus. Und da kann man sich vielleicht nicht so gut vorstellen, was das ist. Aber es hat viel zu tun auch mit der Beziehung zu einem tiefe innere Ganze, wo wir Buddha Natur nennen. Und wir versuchen mit diesen beiden Werkzeugen oder Hilfsmitteln, versuchen wir, unserem wahren Wesen näher zu kommen. Das ist so das, was wir machen. Mhm. Interessant, sehr interessant. Können Sie mir noch Ihren Titel, Roshi, ist das speziell in der Zen-Tradition? Können Sie mir über das vielleicht mal ja, etwas sagen, wie das ja, schafft?
In der Tradition, wo ich herkomme, nennt man uns Dharma-Acharya oder Dharma-Acharya. Mhm. Und da weiß da umeinander auch niemand richtig, was das ist. Es heißt der Lehrer, edler Lehrer des Dharma. Also Dharma der buddhistischen Lehre, oder? Und ich habe den drei Nachfolger geweiht vor 2012. Und die haben den Wunsch gehabt, sich ein bisschen abzusetzen von mir, oder? Die haben also den Titel Dharmacharya bekommen und haben sich gewünscht, dass ich den Titel Roshi habe. Jetzt Roshi wird in der japanischen Tradition verwendet. Ich muss aber dazu sagen, es ist eine reine Entlehnung von dem Wort und wir sind nicht in der japanischen Zen-Tradition. Das Wort Zen aber ist bei uns fast immer und fast nur in Verbindung gebracht worden mit Japan. Weil das ist am meisten bekannt. Genau. Mhm. Also ganz korrekt wären wir in der sogenannten vietnamesischen Tien, wo zurückgeht in Chan, also Lin Chi, China, zurückgeht auf Buddha. Das wäre eigentlich unsere korrekte Bezeichnung. Mhm. Ja. Und Roshi heißt wörtlich alter Lehrer. Und wo ich mit dem Thich Nhat Hanh darüber geredet habe, gesagt habe, ja, ob ich ihn darf Roshi nennen, hat er gelacht und hat gesagt, nein, bitte nicht, das heißt ja nur, du bist ein alter Mann, oder? Und das heißt alter Lehrer. Und da ist ein Witz gewesen, den er gemacht hat, oder? Wo aber auch etwas was drin hat, weil in Japan wird es häufig für alte Zen-Mönche Lehrer wird das gebraucht. Je nachdem, in welcher Tradition das man dass man ist. Mhm. Und er hätte mir gesagt, nenn doch du mich bitte Großvater deiner Schüler. Und das habe ich ganz süß gefunden. Also wirklich, ja. Weil das zeigt so Generationenfolge auf. Oder? Da bist ich in der Mitte, oder? Und das sind meine Schüler. Und da gibt es einen Großvater von meinen Schülern. Also ja. Das habe ich ganz toll gefunden. Und von dort her sind das einfach so Bezeichnungen, wo ich jetzt nicht so viel drauf gebe, wie man mich sagt und mir nennt. Es sagen auch wenig Leute zu mir, Roshi. Jetzt hast du mir gesagt, erzählt, du bist viel rumgereist, in Asien, Indien, in Korea, in Vietnam und in Japan natürlich auch. Wie ist es denn gestanden, dass du dich auf die Tradition dann schlussendlich festgelegt hast? Also wie hast du gespürt, dass es das ist, was du willst? Also wo dir... Wenn ich schon angetönt habe, ganz am Anfang, also ich habe immer einen Herzenswunsch gehabt. Und das hat mich hingezogen zu dem alten China. Und das hat natürlich nicht viel zu tun mit dem, was heute China darstellt, oder? Also da würde ich mich klar abgrenzen. Aber in dem alten China hat es grosse Meister gegeben. Und das ist für mich immer ganz wichtig gewesen. Hat ja dort auch ganz eine grosse Verschmelzung gegeben zwischen der tibetischen Tradition und der Chan-Tradition. Also das sind ganz spannende Felder. Also das ist mehr aus einer wenn man so will, unbewusst eine tiefere Schicht gekommen, der Bereich. Und der hat sich dann realisiert, als ich Thich Nhat Hanh kennengelernt habe. Durch ihn habe ich dann gesehen, da ist ein Repräsentant, wo die Idee von der Achtsamkeit und das Wissen über Achtsamkeit so einer Hälfte hat und selber aber aus dem Tien, oder jetzt nenne ich es wieder Zen zur Vereinfachung, und gleichzeitig aber in einer Zen-Form lebt. Und das ist natürlich für mich ein wunderbares Vorbild gewesen, wo die beiden Strömungen in sich vereint. Und da macht es für mich auch aus. Also so viel. Ja. Noch eine zusätzliche Frage. Was ist eigentlich das Ziel vom Zen? Ja. Das ist natürlich für einen waschechten Zen-Mensch eine völlig falsche Frage. Oder? es gibt so zwei Aspekte, oder, wo
ganz unterschiedlichen Seiten kommen. Wir nennen das eine weltliche, relative Seite und eine absolute Seite. Ja. Jetzt gewisse Schulen, die betonen die absolute Seite. Mhm. Und tun sich fast ein bisschen schwer mit der relativen Seite. Ja, weißt du, die relative Seite, das ist unser alltägliches Leben. Mhm. Wie alt bist du, wie groß bist du, wie schwer bist du, was hast du für Vorlieben? Ja, da läuft der ganze Tag. Aber weil das so stark von uns Besitz ergriffen hat, Gewinn und Erfolg und Lob und Tadel, oder, das ist alles für uns wahnsinnig wichtig, haben die grossen Meister, hat der Buddha schon gesagt, wir müssen die andere Seite von der Wirklichkeit müssen wir einmal sehen können. Da wird dann generell so mit der Erleuchtung oder Erwachen wird dann das umschrieben. Man hat eine Einsicht in eine größere Dimension und nicht in die klein karierten Schubladen von unserem normalen Alltag. So gesehen, oder? Und jetzt, wenn man von dieser grossen Sicht kommt, dann muss gar nichts erreicht werden. Aha. Wir haben es schon, oder? Wir haben eine grundlegende Buddha-Natur. Die Dinge, wie es im Sutra heißt, im Lankavantara Sutra, heißt, das ist eine Schrift, Mahayana-Schrift, heißt am Ende, dass alle Dinge von Anfang an schon in Nirvana sind. Mhm. Also das Streben nach Nirvana, das Streben nach Frieden, das Streben nach irgendetwas ist eigentlich ein bisschen illusorisch. So, das ist die Perspektive. Aber wenn man es dann natürlich im Alltag wieder abbricht, dann ist es halt so, wir können uns entwickeln, oder? Wir können etwas erreichen. Aber das Wort mit Vorsicht genossen, oder? Ja, was wollen wir erreichen? Ja. Im Zen. Für mich ist Zen eine von den vielen Schulen, die zurückgehen auf den Buddha. In Japan gibt es Bestrebungen, hat es Bestrebungen gegeben, die sind auch den Westen übernommen worden, die versucht haben, Zen aus einem so einen absoluten Gesichtspunkt zu betrachten, dass das mit Buddha und Buddhismus nichts mehr zu tun hat. Also es ist für gewisse Leute ganz wichtig, oder? Und ich bin aber gar nicht dieser Ansicht, sondern Zen ist aus dem Chan entwickelt, die Leute sind auf China, das lernen, sind zurück auf Japan, dasselbe gilt für Korea, dasselbe gilt für Vietnam. Man hat das aus der Lehre von Buddha genommen. Und was hat der Buddha gelehrt? Der Buddha hat tatsächlich das gelehrt, was man heute so landläufig unter Achtsamkeit beschreibt. Und somit ist Zen aus der Schulung von Achtsamkeit nicht wegzudenken. Ja. Das ist, es wäre völlig etwas losgelöst in der Luft hangendes Zen, wo irgendwie von göttlicher Gnade irgendwie sich manifestiert hat. Aber das ist ja nicht so. Sachen haben eine Geschichte. Mhm. Wir alle haben eine Geschichte, oder? Und die geht auf Kultur und die geht auf, jetzt in der buddhistischen Lehre, auf 2600 Jahre zurück. Und wenn man jetzt fragt, ja, was ist das Ziel vom, oder? Dann können wir das sehr weltlich anschauen, oder? Wir können zum Beispiel, es gibt so Bestrebungen, oder, heute, wo in aller Munde sind, Selbstoptimierung, oder? Ja. Gesundheit und, ja, was habe ich noch für Dings? Gewinnmaximierung, oder? Sinn für Manager, oder? Ja, also, wie genau? Sicher können Manager, ist das sinnvoll, wenn Manager meditieren. Mhm. Aber für was genau? Und dort kommen wir auf die Motivation. Mhm. Für was machen wir das Ganze? Yes. Und wenn ich sage, ich mache es für meine Gesundheit, das ist okay. Ich mache es, um ruhiger werden, ich bin so gestresst, ist okay. Oder mit Fragen, für was möchtest du das machen? Und für mich ganz klar, das sind momentane und weltliche Ziele. Mhm. Und wenn man die deklariert, ist das durchaus okay. Mhm. Der Hintergrund aber und warum Buddha die ganze Lehre entwickelt hat, ist eine ganz große Dimension, ist eine Befreiung
von dem Konzept, von der Schublade und von der Haupt, von der Wurzelproblematik, und das ist unsere Egozentrik. Und da wütet der Buddha. Also könnte man das jetzt auf deine Frage übertragen? Das Ziel ist Befreiung von dieser Egozentrik. Wir haben den Begriff Shunyata, Leerheit, nicht selbst. Wir in ganz vielen missverständlichen, in ganz vielen Büchern und von Leuten mit nichts bezeichnet. Buddhisten streben nach dem Nichts. Eine größere Dummheit habe ich noch nie gehört. Oder? Es gibt also wirklich, es macht absolut keinen Sinn, nach dem Nichts zu streben und ins Nichts einzugehen. Zuerst wird jemand wissen, was der Nichts überhaupt ist. Und wenn es mir den Sinn macht, können wir nochmal darüber reden. Aber es ist nur nicht festgelegt, oder? Es hat keinen inhärenten Kern. Das Ziel, das wir immer haben, hat meistens so einen verlockenden Kern. Oder? Dann bin ich geliebt, dann bin ich wichtig, dann bin ich ein großer Zen-Meister oder ein großer Rinpoche. Aber das ist nicht der Sinn. Der Sinn ist, weniger zu werden, nicht mehr. Mhm. Die Sachen, die ich mache, die Gadgets, oder, die wir hier haben, die Robe, die du kennst aus deiner Tradition und so weiter, Glocke, oder? Der Vajra, das sind Hilfsmittel. Aber es ist nicht, dass man jetzt die, und möglichst viel von denen muss haben und die in den Tresor spielen, dann ist man ein wichtiger Mensch. Oder? Also da ist eine wichtige Botschaft, wo ich sage, Achtung, oder? Wir müssen genau fragen, was könnte mein Ziel sein? Habe ich eine Sehnsucht nach einer grossen Dimension und Freiheit. Jetzt, wenn jetzt Interessenten zu dir kommen ins Meditationszentrum und sagen, ich habe einen vollen Kopf, ich würde endlich mal, also, ich würde mal lernen, oder ich habe ein Problem, oder ich will ruhiger werden. Oder ich kann mir vorstellen, es kommen auch solche Leute vorbei. Absolut. Mit ganz verschiedenen Problemen oder Wünschen. Aber wenn jetzt jemand kommt und einen Wunsch an dich trägt, wo du merkst, okay, das ist eigentlich nicht das, was wir machen, um das es geht. Also, probierst du das der Person natürlich auch zu erklären? Und wie gehst du mit dem um? Also grundsätzlich sind alle Leute willkommen. Oder? Wir haben hier einen Ort von der Stille. Wir bieten Schwiegermeditationen. Wir schauen, ich vergleiche es da auch häufiger so mit einem Treibhaus. Oder? Das geschützt vor starken Wind und Regen und Schnee. Oder? Also es ist ein geschützter Bereich. Und in dem geschützten Bereich kann ich etwas lernen. So, das Lernen kann daraus bestehen, dass ich vielleicht mich ständig überarbeite, dass ich zu ehrgeizig bin und nie Zeit habe oder dieses oder jenes. Also da kann man etwas lernen. Und man kann stiller werden, man kann sehen, dass vielleicht die kleinen Sachen auf dem Weg, die Blümchen, die jetzt im Frühling kommen, dass die mindestens so wertvoll sind, wie wenn ich jetzt irgendwie anstrebe, jetzt das absolute, super, automatisch eingestellte neue Haus habe, wo alles irgendwie über IT läuft. Also das ist ein Bereich, der durchaus legal ist. Trotzdem, weil ich ein spiritueller Lehrer bin, also ein Zen-Lehrer, sage ich, es gibt neue Dimension darüber aus. Falls du Interesse hast, die ist da. Und hin und wieder, und das ist nicht Mehrheit, gibt es jemanden, der sagt, ja, da interessiert mich. Das heißt nicht, dass der andere Teil wegfällt. Aber es gibt so eine Fokusverschiebung. Das interessiert mich. Oder? Ja, da möchte ich her. Dann sage ich, ja, aber es ist ein langer Weg. Oder? Es ist ganz easy.
Ja. Max, bist du bereit? Und dann schauen wir halt. Aber Meditation, Achtsamkeit, Zen ist eigentlich für alle. Ich weiß nicht, für wer es jetzt da nicht ist. Außer die Person ist psychisch sehr instabil. Dann muss man schauen, ob da Meditation überhaupt angebracht ist. Ja. Unter Umständen nicht zu empfehlen. Mhm. Aber das heisst jetzt nicht, wenn es mal ein bisschen nicht gut geht oder wenn man einen kleineren oder größeren Anflug von einer Depression hat, dass ich jetzt nicht darf meditieren. Oder? Also so ist es nicht. Jetzt, wenn ich Zen höre, Zen-Buddhismus, wie ist denn das, wenn ich jetzt als Westler zu dir ins Zentrum komme, ist denn das Thema Buddhismus, Buddhist sein im Zen, ist das ein Thema? Also wenn ich jetzt das Interesse zu dir komme, ich bin jetzt kein Buddhist, ich bin jetzt als Beispiel ein Christ, ist das ein Thema, ja oder nicht? Also ich versuche niemanden zu dem Buddhismus zu bringen. Wir müssen ja mal das Wort definieren. Oder? Es gibt den kulturellen und den Volksbuddhismus. Und wenn du in Tibet oder unter Tibeter geboren worden bist, dann bist du auch nebst dem spirituellen Anteil, bist du in eine Volksreligion hineingeboren. Und da hat es gewisse Glaubenssätze und Umgangsformen und so weiter. Und da ist ganz viel reich Kultur. Und so gesehen, ist es eine Aufgabe gewesen, von uns westlichen Lehrern, da haben nicht alle wahrgenommen, aber viele, zu unterscheiden zwischen dem kulturellen Bereich und der Lehre vom Buddha. Wir können, wenn man spitzfindig ist, sagen, so wie Christus nicht das Christentum gegründet hat, ja, muss man sich fragen, ob bei Petrus, weißt du, da genau war, mit der auf dir werde ich meine Kirche bauen, oder? Muss man sich ein bisschen fragen, ist da wirklich, wie ist da genau gemeint gewesen? So hat der Buddha nicht den Buddhismus begründet. Er hat den Weg aufgezeigt. Und jetzt ist aus dem Weg logischerweise im Laufe der Jahrhunderte und wo der Buddhismus überall angekommen ist, ist Volksreligion Buddhismus entstanden. Ich rede lieber von der Buddha-Lehre. Oder Dharma, oder jetzt unter Fachleute, oder sagen wir, Dharma, die Gesetze der Natur, da lehrt der Buddha. Und was sind die Gesetze von der Natur, oder? Die können wir in drei Charakteristiken oder in vier Merkmalen aufzeigen. Alles ist vergänglich. Weil es vergänglich ist, kann nichts bleibende Befriedigung bringen. Weil alles vergänglich ist, gibt es keine Kerne. Es gibt keinen Kern selbst, oder? Es gibt nichts, was ewig verhebt. Das Universum ist ein Prozess. So, der Prozess vom Universum ist grundsätzlich in Frieden. Es ist der Mensch, der Probleme hat damit, oder? Oder Tiere natürlich auch, die haben auch eine ähnliche Konstellation wie mir. Aber es ist der Mensch, der nicht im Frieden ist. Ja, bin ich jetzt Buddhist, wenn ich erhoben habe? Nein, das ist ein Gadget, ein Hilfsmittel, oder es ist schön, oder es hilft mir, achtsam zu sein, oder? Wenn ich das schon mache, das ist eine asiatische Begrüßung, oder? In Südostasien vorwiegend. Da hilft mir, die wertschätzen als mein Gegenüber. Wird also zu einem Hilfsmittel für Achtsamkeit. So. Aber das ist nicht der Buddhismus, das sind Hilfsmittel. Der Kern ist Verständnis von den Naturgesetzen, die ich vorhin darüber geredet habe. Das ist nicht der Buddhismus, sondern das ist Buddha-Lehre. Das ist der, was der Buddha predigt hat, oder? Sehen wir das? Sehen wir das nicht? Ja, wir sehen es, oder? Das ist die Lehre. Jetzt, wenn du Christ bist und Sinnmeditation machst, ist für mich die Frage, ja, was machst du denn genau? Rezitierst du japanische Text, das Herz-Sutra auf Japanisch? Wenn eine Gruppe so etwas macht, ist das toll. Da gibt es so Kraft und so, oder?
Da kann ein Hilfsmittel sein, aber da ist nicht die Lehre vom Buddha. Es ist ein Hilfsmittel. Oder du sitzt gerne auf der Tamimatte, oder? Ja, Entschuldigung, oder? Man kann auch auf einem Stein sitzen oder auf einem Küssi oder auf dem Bett, oder? Also von was redet man denn genau? Wenn du wirklich den Weg gehst, dann siehst du irgendwann Naturgesetz. Und wenn du wirklich Naturgesetz siehst, dann siehst du, dass alles ein Prozess ist. Ob du dann noch an einen Schöpfergott glaubst oder nicht, das ist dann irgendwie schwierig. Also vielleicht brauchst du es. Ich selber brauche das nicht. Und ich finde auch die Liebe und das Verständnis finde ich auch im Leben überall, oder? Und ich finde die riesige Intelligenz vom Universum finde ich überall. Also von dort her, ich sage niemand, dass ich Buddhist werde. Okay. Also das ist für mich missionarisch. Und ja, da gibt es ja schon genug. Also. Okay. Ja, das ist interessant. Der Aspekt finde ich, das Thema Religionen, wir sind im Westen, ist eine Vermischung da. Und dass man das klar deklariert dort, da finde ich gut. Wenn ich jetzt an Zen-Meditation denke, dann stelle ich mir vor, dass man stundenlang ruhig sitzen muss. Ist das im Zen so? Oder ist das einfach eine Vorstellung von mir? Das ist ein heikles Thema, oder? Die sitzende Meditation ist ein enorm hilfreiches Mittel. Weil unser Geist in der Aktion, oder also im Alltag und im Machen, wahnsinnig schnell ruhelos wird, oder? Und sich selber nicht mehr reflektieren kann. Also von dort her ist so etwas wirklich ergründen, tiefer gründen. Und nicht mit dem Kopf allein ergründen, sondern mit anderen Qualitäten, Herzqualitäten, ist die Sitzmeditation extrem gut. Jetzt ist es immer in der Geschichte immer passiert, dass viele Mönche und Nonnen, die das praktiziert haben, nur noch gesessen sind. Und es gibt so Begegnungen von Meister und Schüler. Es gibt ganze berühmte, wo ein großer Meister, wo noch kein ist, aber einer sollte werden, sitzt tagelang voll in tiefster Versenkung und Meditation. Und sein Lehrer läuft vorbei und sieht da und jetzt sitzt er schon wieder, wie wahnsinnig, oder? Stundenlang, oder? Und dann nimmt er zwei Ziegelsteine und reibt die so aneinander und das gibt einen furchtbaren, hohen, grässlichen Ton, oder? Und der Ton hat der andere zur Meditation ausgebracht. Dann sagt er, ja, aber Meister, was machst du da? Das ist ja grässlich, oder? Dann sagt er, ich möchte einen Spiegel machen. Dann sagt er, aber da kannst du reiben, solange du willst. Also mit dem Ziegelstein gibt es nie einen Spiegel. Worauf der Meister sagt, und mit dem Sitzen gibt es nie Erleuchtung. Also das ist ein ganz berühmtes Ding. Oder? Mhm. Jetzt kann man aber nicht hingehen und sagen, Sitzen braucht es nicht. Oder? Da wäre das andere Extrem. Solange man sieht, dass das stundenlange Sitzen Hilfsmittel ist und man hat auch eine gute Lehrerin oder einen guten Lehrer und der kann überprüfen, ob du da noch etwas lernst oder ob du nur der relativen Alltagswirklichkeit entfliehen willst, dann kann eigentlich nicht viel passieren, oder? Also du hörst vielleicht jemanden, der dich korrigieren oder der sieht, was du machst, ist natürlich auch sehr essentiell, oder? Jetzt, heutzutage kann man ja in den Medien, sprich zum Beispiel in YouTube oder auch allgemein im Internet, kann man viele Prozent lesen oder Videos anschauen.
Wie wichtig ist denn das für jemanden, wo für sich allein zuhause das Zen üben tut, ohne Lehrer? Ist das hilfreich? Also, oder würdest du eher empfehlen, mit einem qualifizierten Lehrer und Lehrerin das auszuüben? Ich würde sagen, beides. Oder? Es ist wichtig, dass wir nicht in riesen Abhängigkeiten hineingeraten. Also es gibt halt in den Schulen und spirituellen Kontext gibt es unglaublich starke Muster oder Vorlagen, wo unsägliche Abhängigkeit entsteht. Die Abhängigkeit sogar postuliert wird. Oder? Also, wenn der Lehrer einen Fehler macht, dann darfst du das nie als Fehler sehen. Oder? Der Lehrer ist eigentlich schon fast ein Buddha oder ein richtiger Buddha. Du darfst gar keinen Fehler sehen. Oder? Du musst alles als Lehrer sehen, nur für dich. Und da ist auf der einen Seite ist das extrem kraftvoll. Oder? Du kommst auch nicht so in Zweifel hinein, wie viele Leute haben. Das ist auf der einen Seite unglaublich ein effizienter Ansatz. Und gleichzeitig macht es natürlich Tür und Tor auf für Probleme, die man nicht ansprechen darf. Das Gleiche gilt aber auch für die Schüler. Oder? Wenn ich allein bin, dann sagt niemand, du, ich glaube, draussen türmt sich langsam das Geschirr auf. Willst du nicht einmal abwäschen? Ja, abwäschen ist so weltlich. Oder? Also ein Lehrer sollte ja auch ein bisschen, also nicht ein Geschulten, aber von seiner Art her, sollte auch eine Art Psychologe sein. Ich meine da jetzt nicht das im westlichen Sinn. Er muss einfach Psyche kennen. Er muss sehen, oder sie muss sehen, jetzt fängst du an, etwas umzugehen. Jetzt missbrauchst du Meditation oder die Lehre vom Buddha für irgendeinen merkwürdigen Zweck. Und für das ist es meiner Meinung nach essentiell, dass du jemanden hast, der dir vorausgeht, wo die Falle kennt. Und sonst, wer soll ich denn überprüfen? Höchstens noch deine Kinder. Oder deine Partnerin, oder? Die sind ja auch gute Lehrer. Wenn du nur noch in Meditation sitzt, sagt dann mal deine Partnerin, du, geh da posten oder hilf mir da den Boden aufnehmen, vorwärts. Und das ist auch Sinn. Das ist Sinn, oder? Sprichwort eben Sitzmeditation, Schweigemeditation. Was ist Disziplin. Was spielt Disziplin für eine Rolle im Zen? Also, ja, wie wichtig ist das? Ja, das wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Mhm. Also ich habe schon gehört, dass für südliche Leute, also zum Beispiel Burma, Thailand, Sri Lanka, vom Temperament her, sie viel gemütlicher sind. Und das heisst, man muss dort eher auf Disziplin schauen. Weil, ja, und so ein bisschen locker, oder? Komm sie, komm sa, oder? Ich weiß nicht, ob das wahr ist, aber es hat mir ein bisschen eingeleuchtet so. Aber wenn du an einem Mitteleuropäer, an einem guten Schweizer, an einem Deutschen, oder? An einem Japaner, der kein Mitteleuropäer ist, aber der gleich eine ähnliche Mentalität hat, und du redest von Disziplin, dann wäre es wahnsinnig rigoros. Also es kippt in ein fast zwanghaftes Verhalten, wenn es nicht gut läuft. Ich würde das Wort eher so benutzen, mit Konstanz dranbleiben. Also Disziplin, über einen langen Zeitraum einen langen Weg gehen. Und das braucht auch Disziplin, oder? Immer wieder neu anfangen, immer wieder drauf sein, immer sich bewusst werden, ich bin da auf einem wichtigen Weg. Und das ist für mich auch eine Disziplin. Und in gewissen Bereichen bin ich sicher nicht ein sehr disziplinierter Mensch, oder?
Aber dass ich jetzt über 50 Jahre dranbleibe und brav dranbleibe, da tue ich mir schon unter Disziplin einordnen, oder? So ein bisschen in die Richtung. Also es ist Disziplin und Geduld eigentlich. Ist und sehr Ausdauer. Viel Ausdauer, oder? Ja. Und wir haben ja immer das Beispiel vom Buddha selber. Der Buddha hat ja 5 Jahre lang unglaublich diszipliniert an sich geschafft und hat meditiert unglaublich, hat nicht mehr recht gegessen, nicht mehr recht getrunken, ist abgemagert und hat eine außergewöhnliche Geistzustände erlangen. Und erst, als er mit dem aufgehört hat und einen balancierteren Alltag gelebt hat, ist ihm wieder Kraft gekommen für das, was er noch erlebt hat und gemacht hat und gelernt hat. Jetzt nebst der Sitzmeditation gibt es noch andere Formen von Meditationen, die ihr ausüben könnt. Gehmeditation, ist das bei euch auch ein Thema? Sehr, sehr. Mhm. Also wir reden von sogenannten Hilfsmitteln, das ist da vielleicht ein Begriff von Upaya. Wir schauen, dass wir möglichst viel von Alltagsbetätigungen als so ein Hilfsmittel zur Kultivierung vom Geist können einsetzen. Und dazu gehört ganz sicher einmal verschiedene Formen von Gehmeditation, wo wir lehren. Dann Alltagstätigkeiten, Kochen, das Rüsten von Gemüse fürs Kochen, das Putzen vom Meditationszentrum oder wenn du heim bist, von deiner Wohnung. Was ich so genial finde am Zen und warum ich sicher ist ein Teil daran, warum ich auf, quasi mit dem Zen so starke Verbindung habe, ist so die Verwendung von Alltäglichkeiten. Dass in denen und mit diesen Alltäglichkeiten enorm viel kannst erreichen. Und es gibt unzählige Beispiele, wo Leute nicht in der Meditation ein Erwachen erlebt haben, sondern im Alltag. Ich hatte einen japanischen Zen-Meister als Lehrer in Japan, im Kloster, Omori Sogen Roshi, und er hat immer gelacht und hat gesagt, er hätte eine schmutzige Erleuchtung gehabt. Und dann hat er gedacht, ja, was ist jetzt da, oder? Aber wir haben doch schon gewusst, dass es ein Witz ist, den er macht, oder? Und dann hat er gesagt, ja, ich habe an einem Meditationskurs, an einem Session, habe er in der Toilettenpause während dem Urinieren Erwachen erlebt. Da hat er also innerlich einen Prozess erlebt, den er nicht während der Sitzmeditation erlebt hat. Aber die Sitzmeditation hat dazu geführt, dass er dort das Erwachen erlebt hat, oder? Also, das zeigt einfach auf, es ist, ja, es geht zusammen. Alltag und Alltagstätigkeiten gehen zusammen mit sich ausklinken, Retreat machen, Session machen, reduzieren, Simple Life. Die Sachen gehören einfach zusammen, ergänzen. Okay. Genau, zum Schluss. Momentan sind wir ja in einer schwierigen Situation, in einer Pandemie. Was kannst du für Leute sagen, die momentan in einer schwierigen Situation sind? Kannst du vielleicht einen Tipp geben? Mit Sorgen. Es sind sehr viele Sorgen um Unsicherheiten. Kannst du vielleicht dazu noch etwas sagen? Ja, zu dem. Ja. Ist das doch ein großes Feld, vielleicht als Beispiel? Ja, ja. Die simple Antwort ist: Meditieren lernen. Meditieren lernen, okay, ja. Gut. Eigentlich haben wir ja ein staatlich verordnetes Retreat. Genau. Was heisst Retreat? Das heisst Rückzug aus der Geschäftigkeit. Genau, ja. Jetzt haben wir ein staatlich verordnetes Retreat
Und es ist ja interessant, wie Leute, die sich so sehr als spirituell bezeichnen, unglaublich begehren und sagen, wir verlieren unsere Freiheit. Das ist doch ein absoluter Witz, oder? Ich meine, Freiheit draussen, oder? Das ist die Freiheit, meinetwegen von Janis Joplin, oder? Also, 68er Generation, und wir wollen frei sein, oder? Und wir wollen uns nie einzwängen und so weiter. Ja, das verstehe ich schon menschlich. Also, ich finde es auch nicht lustig, oder? Ich würde gerne dieses und jenes machen, was nicht erlaubt ist. Ich würde auch gerne Retreats gehen und darf nicht, oder? Ja. Ist jetzt einfach der Virus zeigt ja uns auch etwas auf, wo ganz wichtig ist für die Menschheit, oder? Wo stehen wir? Wie ist das mit der Klimaerwärmung? Was hat unsere Gier damit zu tun, dass unsere Abwehrkräfte abnehmen und so weiter? Also, wir haben eine hochentwickelte Medizin, was durchaus streckenweise extrem genial ist, was da heute machen können, oder? Und gleichzeitig kommt so ein Virus und sagt, ja, lasst ihr mir nicht zu, oder? Das Leben ist immer, oder zeigt immer, dass es eine andere Grössenordnung hat. Und dann kommt ja ein Wort dazu, wo ja gar nicht in ist. Also, gar nicht auf Begeisterung gestoßen, das ist Demut. Also, weil wir so vieles können, jetzt fliegen wir den nächstens auf den Mars, oder, und so weiter, also, wir können so viel. Und der Mensch hat sich so ausbreitet und ist im gewissen Bereich so genial. Und gleichzeitig meinen wir können dann alles beherrschen und das werden wir wahrscheinlich nicht können. Auch mit allen Kenntnissen über Algorithmen nicht. Es wird sich immer irgendwie uns entziehen, oder? Das Leben hat die Qualität, oder dass sich immer wieder neu formuliert, oder? Der Virus mutiert, oder? Und er ist vielleicht wieder für 10, 20 Jahre still und kommt wieder. Also das ist einfach Leben und von dort her ist das eine unglaublich fantastische Lehrperiode, wo man hätte keineswegs nur angenehm. Aber das hat ja, glaube ich, auch niemand behauptet. Genau. Bietet ihr auch Online-Kurse an momentan? Wie sieht es ja, denn? Ja. Okay. Ich war am Anfang nicht so dafür gewesen, und zwar aus dem einzigen Grund, weil es gerade die Kraft vom Retreat oder von dem verordneten Retreat wegnimmt. Also am letzten Ostern sind alle Lehrer drauf gumpet und haben sofort Oster-Online-Retreats angeboten. Oder? Und das habe ich irgendwie nicht so toll gefunden. Ich denke, nein, wenn das alle machen, muss ich es ja nicht machen, die können sie nicht hören. Aber es gibt natürlich eine andere Seite dazu. Und die Seite ist Beziehung und miteinander sein und miteinander einen Weg weitergehen. Und da haben ja ganz viele Leute gestaunet, wie gut das online funktioniert, wo sich sehr gewehrt haben, oder? Also, wie wunderbar es für mich ist, wenn ich meine Sangha, meine Gemeinschaft und die Leute, die mit mir gern zusammen sind oder arbeiten, dass die in diesen kleinen Bildchen auf Zoom, oder? Dass die gegenwärtig sind und ich kann auch so machen, ist schön, dass die da sind, oder? Also, auch da hat zwei Seiten und wir machen viel, vor allem auch meine Mitlehrerin Dagmar macht sehr viel mit so Abendtreffen im Zoom. Im Zoom. Ach, gut. Und, ja. Doch, also ich bin kein Technikverweigerer, aber ich bin jetzt auch nicht jemand, der das in den Himmel aufhebt. Das ist, kommt auf Art und Weise, wie man es nutzt. Ja. Ja. Also sehr interessant gewesen. Wir könnten noch stundenlang weiterreden. Ja, es tut mir leid, dass ich so ausführlich geworden bin. Ah, nein, es ist, danke vielmals. Also das sind wirklich also für mich sehr interessant. Aber ich habe nicht so eine große Ahnung von Zen. Wir haben es sehr interessant gefunden. Und hoffe, dass auch für Zuschauer
ja, eine gute Einblick mal gegeben hat in das. Und ja, nochmal danke vielmals, dass du dir die Zeit genommen hast heute und die Fragen alle ja, beantwortet hast. Und ja, ich wünsche dir alles Gute und Gesundheit. Und ja, das ist heute das erste Interview gewesen mit Marcel Geisser-Roschi. Und das nächste Mal wird der Herr Bruderer, er ist ein pensionierter Pfarrer vom offenen St. Jakob in Zürich, bei mir als Gast sein und über die christliche Schweigemeditation berichten. Bis bald. Danke vielmals. Danke auch dir für deine Arbeit. Bye, bye.